So, aufgehört vor der Stadt. Ich überlege gerade, was ich als erstes mache. Glaube, ich gehe noch mal ins Großvaters Haus. Oh Gott, ist das dunkel. Muss man aufpassen, dass ich hier nicht ins Wasser gehe. Weil Wasser gibt Schaden und so. Ah, da ist das Haus. Genau, ich wollte den Keller jetzt mal machen. Schauen wir mal. So, eine Fackel habe ich bestimmt. Ja, machen wir die mal an. So. Als du das Ende der Kellertreppe erreichst, beschleicht dich wieder dieses flaue Gefühl, das du schon als Kind hattest, wenn du etwas für deinen Großvater aus dem Keller holen solltest. Gerade als du dich wieder ein wenig beruhigt hast, hörst du ein Knirschen und kurz darauf ein hohes, zirpendes Geräusch, das dich aber dann in der Ferne verliert. Okay. Laufen wir mal erstmal ein bisschen rum. Ah, ein Brunnen in der Mitte. Was ist denn da? Dies ist der alte Hausbrunnen. Als du länger in die dunkle Brunnenwasser schaust, bemerkst du plötzlich, wie sich unter dem Wasseroberfläche etwas Glitzerndes bewegt. Möchtest du danach greifen? Ja! Du willst gerade ins Wasser greifen. Da bricht eine Wasserfläche auf und eine große Brunnenechse schnappt nach einer Hand. Nach deiner Hand. Du schaffst es nur knapp, deine Hand aus der Gefahrenzone zu ziehen. Mit einem mächtigen Satz springt die Bestie über den Brunnenrand, um dich sofort mit einem ohrenbetäubenden Gebrüll anzugreifen. Angriff! Verprügel die Echse! Oh, 9 Schaden, ey. Hat echt gesessen, ey. 3 XP. So, da geht's rein. Vielleicht gibt's auch noch ein paar Items oder so. Ein Kurzschwert, nee, brauche ich nicht. Haben wir hier noch was? Nee, auch nicht. Okay, dann gehen wir mal in die nächste Tür. Gehen wir mal hier geradeaus rüber. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Entgiftungsfiolen. Das ist gut, weil das kann man immer gebrauchen. Heiltränke natürlich auch. Oh, eine Spinne. Ja, lass mal die Spinne mal vorlaufen. Ah, läuft sie gleich perfekt hin. So, erstmal Spinne verprügeln. Kriegt doch rucki-zucki 6 XP bekommen. Ah, mir fehlt eindeutig noch der Komboss. Ich weiß nämlich gerade echt nicht, wo ich hinlaufe. Und wo bin ich jetzt? Ah, da unten bin ich hingegangen. Du schlägst auf das Spinnnetz ein und es zerreißt mit einem Geräusch, als sei es aus feiner Seide. Nachdem du eine ausreichend große Öffnung geschaffen hast, hörst du überall um dich herum aufgeregtes Zippern. Oh, Spinnchen. Spinnchen bewegt sich in Richtung mir. Ah, 8 Schaden reicht noch nicht aus. Die haben 9 oder 10 Lebenspunkte. Perfekt. So. Oh, das ist ein Spinnennetz, wo man eine Fackel braucht. Benutze ich die gleich mal? Du hältst die Fackel an das Netz und es verbrennt in Sekundenschnelle mit einem lauten Zischen. Als der Durchgang frei ist, springt plötzlich eine große Spinne aus einer Ecke des Raums auf dich. Oh, oh. Ja. Oh, das ist eine Giant-Spider. Gut, dann verprügeln wir erstmal hier die Spinne. Perfekt. So. Jawohl, vergiften misslungen. Glück habe ich auch noch. Ja, das hat sich voll gelohnt, Egil erst zu holen und den Feuerbrand. XP.
Eine Truhe haben wir hier. Ich glaube, da braucht man Dietrich. In der alten Truhe findest du viele Spruchrollen und Tränke. Die Tränke nehmen wir mal mit. Stärkungsviole. So, was haben wir denn hier? Licht. Wer von denen kann eigentlich die hier noch verwenden? Die Paladin und Heiler. Monsterwissen Hast. Magisches Schild und Licht. Ah, da haben wir einige Zaubersprüche. Was haben wir hier? Den Windteufel, den hat er noch nicht. Schlaf habe ich schon. Magisches Geschoss auch. Oh, ich habe glaube ich noch nicht die Leder verkauft, sehe ich gerade. Mal schauen, ob wir den Windteufel lernen können. Ach, der beherrscht den Zauber bereits. Okay, perfekt. Speichern nochmal ab. Sicherheit geht natürlich immer vor. So, die Truhe haben wir erforscht. Aber ich muss ja Sandras Bernstein finden. Für meinen Großvater. Da haben wir's. Als du diesen Kellerraum betrittst, steigt dir ein appetitlicher Geruch in die Nase. In jeder Nische des Raums hängen große Schinken und dicke Dauerwürstchen. Boah, so viel Nahrung. Nimm einfach mal alles mit. Ich glaube, da haben wir für eine Zeit lang ausgesorgt bei so viel Nahrung. So, wo haben wir denn? Ah, da ist die Tür. Gehen wir nochmal hier in den großen Raum rein. Weil eine Seite habe ich noch nicht gemacht. Das wäre nämlich unten. Oh Gott, so viele Schleudersteine. Nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Rätselmund. Deine Stimme kenne ich nicht. Du kannst hier nichts erreichen. Du sagst... Ja. Doch sagst du mir das richtige Wort, dann lasse ich mich erweichen. Das war Wein. Dich drängt der Durst. Du suchst den Wein. Wo lang denn? Geh den Gang hinein. Bei diesen Worten hebt sich die Wand mit Steinkopf in die Höhe und ein alter, motoriger Gang tut sich dahinter auf. Okay, nice. Ah, das ist der gleiche Text, wo wir schon mal hatten, dass überall so Zischen und Zirschen und Zischeln ist. So, erstmal die Spinne verprügeln. Na, jetzt treffen sie gerade nix. Soll wohl auch mal vorkommen. Ah, die Spinne flieht jetzt, wie gesagt. Bei den Spinnen kann ich nicht viel machen, weil die ihre Runden zuerst anfangen können. Schon wieder ein aufgeregtes Zippern. Ziffern. So. Oh, da ist ein Schalter. Benutzen. Du hast eine Menge Mühe, den Schalter zu bewegen, aber letztlich gibt er mit einem leisen Klick nach. Kurz darauf hörst du, wie im Südwesten von dir zwei schwere Steinplatten aneinander reiben. Danach ist es wieder still, bis auf das ständige Zippern und Knirschen. Ja, da werden mich wieder ein paar komische Spinnchen erwarten. So, erstmal ein bisschen davon verwenden. Oh, das ist schön hell, ey. Okay, dann warten wir mal, bis die Spinne zu mir kommt. So. Und 6 Erfahrungspunkte. Jetzt gehen wir mal die Leiter runter. So,
das hier kann ich noch nicht wegmachen. Im Süden von dir ist ein Großteil der Decke eingestürzt. Ohne eine Spitzhacke wirst du den Gang wohl nicht frei bekommen. So, was haben wir denn hier? Ah, Sandras Bernstein. Genau deswegen bin ich ja hier hergekommen. So, so, so. Der Weg zurück dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein. Muss man einfach hier hin, dann dahin und dann geradeaus. Irgendwie so. Genau, da geht's schon wieder nach oben. So, jetzt können wir mal den Sandras Bernstein geben. So, erstmal mit dem Großvater sprechen. Komm bitte näher ans Bett. So, wo haben wir denn den Tom Bomberlin hat den Stein? Glaube ich zumindest. Ja. Mit heißer Stimme sagt dein Großvater, nein, nein, behalte den Bernstein. Dieses Stück habe ich vor sehr, sehr langer Zeit von Sandra bekommen. Ich habe nie herausgefunden, welchen Zweck es dient, aber viele meiner Freunde meinten, dass es eine magische Aura hätte. Auch habe ich immer wieder über Sandras Worte nachgedacht, der ewigen Verbindung. Vielleicht musst du den Stein irgendwo verwenden, um mit Sandra in Kontakt zu treten. Okay. So. Gut, jetzt brauche ich erstmal, tue ich mir erstmal ein bisschen Platz machen in meinem Inventar. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal eine Runde verkaufen. So. Da haben wir den Warenhändler. Ja. Da möchte ich hin. Verkaufen geht nicht, weil er... Gut, dann kaufen wir mal ein paar Sachen, damit wir ein bisschen Platz haben. Was können wir denn noch Schönes kaufen? Die Windperle. Ja, die Windperle kaufen wir halt mal. Die brauchen wir sowieso irgendwann. So. Jetzt können wir mal ein paar Sachen verkaufen. Das Leder zum Beispiel. Den Dolch verkaufen wir auch. So, jetzt bin ich ein bisschen reicher. Den Buckler kann man auch verkaufen. Schauen wir mal. Zielbogen, ja, ich verkaufe ihn. Das Leder auch. Buckler braucht man nicht. Das behalte ich mal. Kettenhemd habe ich mir extra gerade gekauft. So, nix. So. Das wattierte Leder kriegt jetzt er hier. Dann hat er auch einen besseren Schutz. So, ich stelle mir vor, wenn man das alleine spielt mit einem mit Scheiß, der Platzmangel ganz schön heftig. Weiß ja nicht mehr, ob das überhaupt geht. Müsste ich echt mal ausprobieren. So, was könnte man denn jetzt noch kaufen? Geld ausgeben. Den Smart kaufe ich mal. Den brauchen wir bestimmt irgendwann mal. So. Die Nekromantenbranche. Habe ich ja noch behalten, wegen Magiebenutzenfähigkeit. Na gut. Dann gehen wir mal da hoch zu diesen komischen Häusern. Oh oh. Hallo Banditen. Oder ein Bandit. Uiuiui. Jetzt wird's gangstermäßig, ey. Yay. Gold her, Leder auch her. Fertig.